sitzen kannst hier. Ja. Oben drauf einfach. Soll sich Hamster bedienen. Ja. Muss ja fertig werden hier zum nächsten Turnier, also bis Sonntag. Wieso? Da muss ja Gogo Hamster. Gogo Hamster? In der kleinen Arena da kämpfen. Nein, nein. Das wird schon die große werden. Aber Slender hat sich ja schon abgemeldet, ne? Ja, ich hab's schon gesehen. Du musst ja Geburtstag feiern, da wird der älter. Ja, Igitt. Älter werden, ich bitte dich. Kein Vampir oder so. Birke, Eiche, Fichte, Truppen, Erde, 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 Stein. Also ab und zu habe ich das Gefühl, dass ich wirklich so Nischenprojekte mache, so mit Josus Bizarre Adventures, was ich zurzeit mache. Ja. Ich schaue so ab und zu mal Engländer vorbei oder so. Aber ist halt so. Nein, ich mache es jetzt mal. So. Mein manchmal frustriert mich auch, wenn ich so sehe, so ein paar Sekunden Anklickszeit und warum lade ich das hoch? Ja, weil du kannst, ne? Ja, das kann. Jetzt Diamanten! Ich habe eine PS3, wo ich aufnehmen kann. Dann sieht das aus. Ja, brauchst du eine Wii zum Smash Bros. Aufnehmen? Ich habe eine Wii. Du hast eine Wii? Wii U. Ja. Also das alte kann ich aufnehmen, aber es gibt halt keine Internetverbindung mehr. Wie, es gibt keine Internetverbindung mehr? Haben sie abgeschaltet? Das alte Wii, ja, da haben sie die selber abgeschaltet. Aber ich weiß nicht, ob die jemals funktioniert haben. Ich habe da nie online irgendwie mit anderen Spielern gespielt, also so zu Hause mal. Ich weiß nicht, ob das selber mal irgendwie halbwegs vernünftig funktioniert hat. Ich glaube, da gab es immer große Latenzschwierigkeiten. Ja, ich bin da glaube ich nicht drauf gekommen oder so. Weiß nicht. Also ich wollte mir jetzt demnächst tatsächlich mal eine Wii U anschaffen. Ja. Unter anderem für das nächste Smash Bros. Ja. Und dann bin ich gespannt drauf. Dann musst du die auch anschaffen, dann machen wir voll krass Let's Battle, weißt du. Ja. Mal schauen. Wird schon. Ich habe ja langsam die Hoffnung aufgegeben, dass der Wii Plus Controller weggeht, da. Das Gemobetto. Ich mag ihn ja wirklich nicht, weil ich habe ja irgendwo da. Mit dem Spielstand wirklich nicht, aber jetzt mit den Figuren wird es halt wirklich drin lassen, weil die brauchen den Sensor, um da Geld zu verdienen. Ja, gut, ich will halt auch noch abwarten, wie das da mit den Figuren da wirklich wird. Also wenn es jetzt tatsächlich hier so Skylanders in Smash Bros. Wird, nee, danke. Aber ich glaube, zum einen brauchst du den Controller nicht, du brauchst ihn glaube ich nur zum Einschalten und dann kannst du den normalen Nunchuck nehmen und der hat da wirklich die Akkuzeit von ein paar Tagen und nicht von 5 Stunden. Und das stört mich wirklich sehr. Ja gut, aber ich würde mir da sowieso diesen Pro-Controller da anschaffen. Ich würde mir sowieso diesen Pro-Controller anschaffen, weil, ganz ehrlich, das ist mir irgendwie lieber, als mit dem Nunchuk da rumzufuchteln. Ja, ich bin nicht wie verbessert, und das ist nicht so schlecht. Unser Denkmalbaum ist tot? Weiß ich nicht. Er ist tot! Ist tot? Oh, er ist tot! Steht tot. Hier! Oh, der tote Ball. Müssen wir wieder tote Baum. Eine Gedenkminute. Ja. Okay, es reicht, es waren nur Sekunden. Ich hätte das durchgezogen. Ich theoretisch auch, aber hätte dann keiner geschaut. Ja, nee. Muss ja auch nicht sein. Ein bisschen Respekt davor. Ja, es reicht an Respekt. Es war nur Baum, es war nur Pixel, es war nur Minecraft-Blöcke. Du musst auch mal sein, da irgendwie was zu gedenken. Warum ist hier Erde? Warum soll das hier nicht grün sein? Das geht nicht, leider. Warum? Ich glaube, da muss man da vielleicht doch ganze Blöcke machen, weil unten in der Stufe kann da nichts nachwachsen. Du meinst das Lagerhaus, oder? Nee, ich meine hier neben dem Weg hier entlang dieses Bonzen Highways. Das weiß ich nicht. Weil ja, unter dem Lagerhaus habe ich halt so komische Stufen. Ja, da habe ich gesehen, da ist das mit diesen Stufen da an der Seite, so als Bordüre, da geht das dann nicht, das ist klar. Da habe ich nicht dran gedacht. Mach ich mal folgendes hier, damit das mal grün wird. Ich könnte mal versuchen, ob dann, wenn ich die Stufen wegmache und dann vielleicht das wäre schon, ob das dann. Das wechselt sich dann auch wieder um. Achso, blöd. Blöde. Blöd. Und gibt's eigentlich jetzt noch eine. Nee, Half-Steps macht dasselbe. Gibt's noch eine Brotkiste? Nein. Eine andere Kiste, wo es Essen drin gibt? Ich kann dir Brot geben. Nee, ich brauche jetzt keins, ich einfach nur für später mal. Nein. Habe ich glaube geschafft. So ein Scheiß hier. Wenn mich dann angeschrieben wird, noch ein paar Tagen,
das Bootgeschütt leer und die war voll und da habe ich den Bock dazu. Na gut, dann war sie halt nicht voll genug, ne? Bisasam, ich hab keinen Bisasam, ich brauch dich. Ach, gut. Also im Optimalfall macht sich jeder halt ein kleines Feld und kann sich das selber ab, wenn das zu faul ist, das zu pflanzen. Und so ist ja, mach ich mir dann wahrscheinlich bei meinem eigenen Haus oder so. Ja. Aber ich hoffe, der Tackle wird es nicht umhauen. Jo, das geht, okay. Ja. Ich habe auch ein paar Möhren oder so, was glaube ich irgendwie fein ist zum Anbauen. Ich glaube, da werden auch die Felder zertreten von Pokémon. Ja. Alles hat unterricht machen von den Pokémon da. Ja, nur dann, ne, kommt ein Zubat auf die Idee, auf einmal zu Fuß zu gehen und dann macht es das auch platt. Ja, aber es ist halt wesentlich seltener, ist schon angenehmer. Ich kann ja mal nachschauen, weil ich habe die andere Weizenfarm, die geheime, jetzt ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Aber wenn es jetzt immer noch so steht, wie es gebaut hat, dann top. Ja, ich hab schon wieder Hunger. Das geht so schnell. Kannst du aber nie machen. Kannst du nicht immer Hunger haben hier. Haben wir noch ungefähr eine halbe Stunde oder so? Bitte? Haben wir noch ungefähr eine halbe Stunde, dann könnte ich mir Essen kaufen. Boah. So 17 Uhr, dann gehe ich dann einfach. Boah, mach das. Okay. Nö. Dann könnte ich mir Essen kaufen. Ist ja ab und zu mal. Was kaufst du denn zu essen? Was gibt's denn heute Schönes? Ich hab keinen Plan, ich verkaufe immer noch Gefühl irgendwie. Das mach ich auch. Ja. Du bleibst es immer beim Fastfood hängen. Schon schlimm. Ja, Fastfood ist bei mir halt Pizza. Ja, das meine ich. Meistens. Oder halt Reis, das ist bei mir auch schon Fastfood. Reis ist bei dir Fastfood? Ja, ja, so einfach mal so einen gefrorenen Reismix da kaufen. Geht. Ach, sowas, was du in der Pfanne machst oder was? Ja, ja. Ja, ja, das zähle ich auch dazu. So Iglo-Reis oder so. Geht ja schnell, braucht man nur in den Kühlschrank lang legen, dann kann es aufdauen. Spart man sogar Strom angeblich. Ja, glaube ich nicht dran. Nee, es taut halt dann auf im Kühlschrank, das ist halt angenehm. Ja. Ich könnte auch, statt da ein Schild zu platzieren, hey, der Mammut hat der Wolle geklaut, einfach Wolle reinplatzieren. Nein. Ja, andersfarbige Wolle, nein. Ja, jetzt will dieses dämliche Bisasam nicht in meinem Pokéball bleiben. Ich hab keine Schere und nix, ja. Ich leide an Altersdemenz. Ja, ich wollte meine Farm anschauen. Selbe also, Problem habe ich aber auch öfter. Da, wenn ich mal weiß, was man machen wollte. Naja, ich kenne das. Ich kenne das nur zu gut. Ja. Alter, dieses Bisasam hier ist so zickig. Ich meine, mit der Zeit wird es ja dann besser, finde ich dann, wenn man so Sachen regelmäßiger macht, aber da, wo ich angefangen habe zu arbeiten, da bin ich rauf ins Lager gerannt und habe nicht gewusst, was ich holen wollte. War so schlimm, und aber jetzt geht's dann. Ja, ich habe das auf der Arbeit immer noch. Ja. Aber es wird bei mir nicht besser. Okay, ein paar Felder werden dann immer kaputt, oder? Alter, jetzt hat ein Level 10 Bisasam bald mein Dragoran-Level irgendwas besiegt. Warum hat das Ach so, ja klar. Ja. Ich wollte gerade fragen, warum hat das Bisasam denn wieder volles Leben? Weil es Absorber benutzt oder so ein Mist. Yay! Manchmal backt das doch ein bisschen rum. Nein. Doch, doch. Ich hatte jetzt einen Pokémon-Kampf, deswegen sage ich auch, ich habe meine Pokémon gecheatet. Da hatte ich ein Pokémon und konnte mein halbes Team aufleveln. An einem. Wow. Du Cheater. Jetzt habe ich das Bisasam auch noch tot gemacht hier. Einfach das Pokémon auf Level 30 auf Level. War cool. Schweinerei. Ich meine, sonst hätte ich ein bisschen rumlaufen müssen und andere Pokémon suchen müssen, aber am einen Pokémon geht das auch. Ja, ne? Warum nicht? Wenn es geht. Ja. Gut. Also die Farm ist tatsächlich heil geblieben unter der Erde. Finde ich toll. Und ich habe meine Schuhe gefunden. Bin ich ein Trottel. Oh ja, das kann ich bestätigen. Ich hab mich schon gewundert, Alter, wo sind denn jetzt meine Running-Schuhe hin und hab mir neu gemacht und da liegen die da unten in der Farm. Kannst mal sehen. Ich hab keine Zietz hier. Interessant. Was, bei dir Zietz? Bei mir Zietz, genau. Ich hab nur Löcher in den Fenstern. Ja. Hi. Hi. Fuck, er hat die Farm gesehen. Hi. Aha, aha, aha.
Aber ich muss halt wieder schauen, dass du rauskommst. Ach hey, okay. Hey. Und wie viele kennen diese Farm? Du und der Palo. Und jetzt 1600 Leute. Ja. Stark. Gut ausgeleuchtet. Keine Fenster. Ja, man muss hier könnte ich meinen PC hinstellen. Man braucht das Licht, um das Weizen anzubauen. Ja, das wusste ich. Ja. Dann kann ich dir schauen, wie man das aufmacht. Das sieht man eh schon im Block hier. Aha. Ach, das ist wieder diese tolle Technik von neulich. Ja. Von neulich. Verstehe. Ja, und halt der Schalter ist halt so als Notausgang. Okay. Alles geht ja wieder zu. Muss man halt immer wieder den Schalter so aufdrücken, dass das wieder getriggert wird. Weiß ich Bescheid. Bin ich Bescheid. Die anderen 1000 auch. Ich dachte ja vorher, dass die Tafel irgendwie fake war und dann habe ich gesehen, du hast das gebaut. Ja. Weil die steht ja so mitten toll im Weg drinnen. Ja, ich dachte auch, dass ich die irgendwie mal schöner mache oder sowas. Das kann man immer noch irgendwann machen. Vielleicht ein Block nach hinten. Wäre toll. Ein Block nach hinten irgendwie, vielleicht auch nicht einfach nur so Klötze hin, sondern irgendwie so auf dem Podest stehen oder keine Ahnung. Darf ich die als Holz machen? Ja. Ich schau mal, was das Material ist. Das nehme ich schwarze Wolle. Mach das mal. Du schaffst das schon. Ja. Ich hab kein Eisen mehr. Ich hab eventuell noch Eisen. Ich gucke mal. Dafür nur zwei für eine Schere. Schau mal, ne? Oh. Ich habe hier... Stimmt, ja, man braucht die Dinge in den Säcken, um schwarz zu färben. Ich glaube, ein Pokémon Center. Yeah! Yay! Yeah. Nee, ich habe kein Eisen. Seelensand habe ich. Weil Pokémon Center schon schwarze Wolle haben. Nee, habe ich nicht. Ja. Dann gehe ich einfach zu dem Pokémon Center und klaue da die Wolle. Ich sehe doch schon kommen. So nach, ich weiß nicht wie vor 100.000 Folgen wird unser Pokémon Center, so wie es jetzt dasteht, nicht mehr existieren. Wird schon sämtliche Materialien einmal rausgenommen und ersetzt werden durch, keine Ahnung, Erde. Einfach das Wertbild rausnehmen. Wird einfach die Qualität dieses Pokémon Centers enorm sinken. Ja, damit der Marktwert nicht, sinkt und man die Miete erhöhen kann. Mit dem Tacher eine die schwarzen Säcke da truppen. So als Optobus-Ersatz. Ja. Weiß. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob das funktioniert. Ja. Obwohl, ich habe jetzt zu lang keinen den Dacher mehr gesehen. Muss ich gerade mal ins Meer reisen. Ja, und das dauert ein bisschen. Was. Ja. Gut. Dass ich nur noch ein richtiges Pokémon-Center finden, wo die Brücke drin sind. Als nächstes haben wir ein Level 30er Turnier, ne?